Moin, moin, ihr Schnitzelbieger. Na, was geht ab, ihr kleinen Boys? So, ich hab mal geguckt, wie es geht. Wir müssen ja ein totaler Lunatic sein, damit wir dieses Secret Exit holen können. Und, beziehungsweise hier überhaupt das Normal Exit. Oh, das sind wir nicht. Und um ein richtiger Lunatic zu werden, müssen wir, Achtung, die Special World schaffen. Yes. Also, da haben wir schon mal sowas in der Richtung gedacht. Also theoretisch brauchen wir ja einen Yoshi, mit dem wir das hier fressen und hochfliegen können. Wir können keinen Yoshi hier mitnehmen. Das heißt, wir können den blauen noch nicht mit reinpacken. Das heißt, wir nehmen diesen Yoshi, machen das damit. Müssen aber vorher diese ganzen Shells hier erstmal noch umwandeln. Zauberhafterweise werden aus roten Shells dann merkwürdigerweise blaue Shells. Und keiner weiß warum. And nobody has gemerkt. So, Attacke. Jetzt gibt's jetzt erstmal einen Star Road. Ich habe natürlich Vorbereitungen getroffen. Und weiß genau, wie wir hier zum Secret Exit kommen. Diamond Star World. Und ich weiß doch, das war ja diese Kacke hier, ne? Yes. Lass mal den Yoshi ein bisschen fliegen. Übrigens habe ich nicht so wirklich Bock, nach diesem Hack direkt Jump zu machen. Weil Jump ja schon eine richtig harte Kiste ist. Die macht einen sehr unglücklich. Diese Kiste. Kiste! Kiste! Apropos unglücklich. Hier ist mein Unglück auch mal wieder in Zahlen gefasst. Wieder mal ein schönes Exempel für, wie man etwas nicht machen sollte. Die Star World, also die Special World, habe ich mir schon sagen lassen, Kerle, soll richtig Lucifer-mäßig sein. Da freue ich mich schon drauf. Also das ist halt was, was man so in seiner Freizeit dann macht, ne? So, da ich jetzt nicht mehr weiß, wo der P-Switch drin war, muss ich hier erstmal gucken. Okay. Ja, fast. Und dann mit den Saves, das muss aufhören, Kinder. Habt ihr schon recht? Aber heute... Today is not the day. Nun, alles. Auf Fort Scheiß, alle in die Schuhe. So, ach ja, hier ging's dann ab. In der spätest irgendwie möglichen Sekunde drücken. Damit das hier auch was wird. Denn machen wir uns mal hier keine Illusion. Dieser Hack ist gemein. Okay, das hätten wir geschafft. Los geht's! Jetzt haben wir hier das P-Switchle. Und mit dem P-Switchle kommen wir dann da drüben hin. Allerdings müssen wir hier natürlich wieder aufpassen. Jawollo! Die nehmen wir mal mit. Alleine der Punkte wegen, ne? Stell dir vor, die Punkte hätten wir nicht gekriegt. Hello! So, das steht jetzt hier. To get past the Star Tumors, you need more than just patience. Find the secret guide code, brother. Not here in the Star Road. Ja, eins davon hatten wir ja gefunden. Da war die Nummer 2, was eigentlich eine 3 war. Aber Nummer 1 ist die 7, die Glücks-7. Ich hab's mir in Luna Magic angeguckt, weil ich keinen Bock hatte, jetzt nochmal zu überlegen, wo war das. Ich habe mir auch vieles nicht aufgeschrieben. Und, tja. 7, 2 ist die 3. Ja, ich hätte mir mal hinschreiben können, wie ich mir das genau gedacht habe. Und die Nummer 3 ist die 5. Yes. 5. 5. Okay. Das klingt gut. Hallo Maler, Aquamaler, spielt gut. Und da ist ein S. Soll das ein Fragezeichen sein? Nee, es ist kein Fragezeichen. Das wäre falsch rum. Was kannst du eigentlich? Das ist. Oder vielleicht bin ich auch gerade falsch. Das ist so eine Sache, da weiß man dann nicht, wo dann der Fehler liegt. Apropos Fehler liegen. Wir haben hier ein. Oh Gott. Ja, trau dich. Und drück. Drück hier. Drück das. Den Grey Switch. Ich weiß gerade wirklich keine ordentliche Bezeichnung dafür. Ah! Er wollte von unten nicht hochspringen. Der alte Schlawiner. Ja, da müssen wir es so machen. Ist okay. Jetzt haben wir ja den Hammerbruder da runter geklatscht. Dann ist das nicht so schwierig. Das Einzige, was jetzt noch knifflig werden könnte, ist das hier. Ahahaha.
Baby. Und fast keine Safe States benutzt. Fast keine. Ich gehe jetzt nochmal Bowser Backdoor'n. Bowser's Treasure. Das ist so schön. Das gibt mir so ein richtiges erhabenes Gefühl hier gerade, ne? Das ist so gut. Wir können hier einfach Sachen mitnehmen. Und ich hätte nicht gedacht, dass so ein Raum in diesem Spiel überhaupt existiert. Man lernt auch noch Dinge kennen, ne? Ist aber cool gemacht, dass man das ganz am Ende des Spiels kriegt. Beziehungsweise genau dann, wenn man es wirklich braucht. Und nämlich bei der Special World. Und die Special World wird uns nochmal richtig schön erzählen, was los ist. Okay. Da ich diesem Spiel wieder eine faire Chance geben möchte, und da bin ich auch schon sehr freundlich, finde ich, gibt es einen Overworld-Save für Heavy Metal. Heavy Metal. Und da steht bestimmt gleich sowas wie Willkommen zu deinem Untergang. Amazing, if you have made it this far, beyond lies the lunatic world. Complete it and you can explore a strange new world. Good luck. Ja, wir müssen die Lunatic World ja fertig machen. Ohne diese kriegen wir es nicht hin, zu Bowser zu kommen. Ich meine, Bowser ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin der Meinung, du musst auch nicht unbedingt mit Bowser sein hier. Wir können auch theoretisch Bowser einfach mal sausern lassen. Ja, ist auch gut. Danke dafür. Machen wir es halt ohne Yoshi. Und gleich am Anfang werden wir begrüßt von einem... Die heißen ja Spitting Chuck, ne? Eigentlich? Aber die spucken ja nicht, die werfen ja. Pitching Chuck vielleicht. Ach, gut. Das ist eigentlich eine ganz intelligente Geschichte. Was ist hier denn passiert, Yoshi? Oh! Der hat sich schon wieder ein bisschen aufgeregt, ne? Ne, was hier passiert ist, ist, dass ich keinen andersfarbigen Yoshi mitnehmen darf. Was ich eigentlich auch schon ziemlich gut finde. Weil andersfarbige Yoshis sind an dieser Stelle auch ein bisschen feige. Es gibt aber auch teilweise Sprünge, die kann man hier einfach nicht schaffen. Und der mit dem Chuck gerade eben war so einer. So, jetzt haben wir das Springboard mit weggefressen. Aber es ist, glaube ich, nicht so schlimm. Da es hier jetzt ein P-Switch gibt, den ich natürlich direkt gedrückt habe. Warum auch nicht? Ich fahre jetzt einfach mal hier in Urlaub. Ohne Yoshi. Ja, hier wäre Yoshi auch eher hinderlich. Es sei denn, ich brauche den am Ende. Das sieht ja alles immer so nichtssagend aus, ne? Das sieht ja doch direkt freundlich aus. Das könnte ein Level aus der ersten Welt sein gerade. Ja, ich weiß nicht, wie schwer war die erste Welt? Ja, die Level waren zwar knackig, aber auch... nicht so knackig, aber auch ziemlich lang. So war's. Cool! Damit habe ich alles verloren, was ich habe. Aber auch gut. Ich gebe dem Ding eine Chance. Ich meine, es muss ja, ist ja mein Vergehen gerade gewesen, dass ich mich so blöd angestellt habe. Das hat ja mit der Schwierigkeit des Hacks gerade nichts zu tun. Hallo. Ach so, warte mal. Idee. Pass auf. Geht's hier rein? Was bringt mir dieses Ding? Warum heißt das Spiel Heavy Metal? Wäre cool, wenn das alles nach so verschiedenen Gesichtsrichtungen, hätte ich jetzt fast gesagt, Musikrichtungen benannt wird. Oder City. Okay, jetzt gib mir deine Sachen. Gibe. Wum. Jetzt haben wir hier einen Yoshi. Gib Yoshi. Ist eine neue Erfahrung, den ganzen Spaß mal ohne Cape zu machen. Macht das Ganze aber auch ein bisschen schwieriger. Denn wir haben hier solche Burschen, die jetzt nicht wirklich zu Scherzen aufgelegt sind. Okay. Leute, es ist wieder soweit. Die Wurst war gerade da. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja gleich noch ein bisschen unterwegs. Wir sehen es. Ich weiß nicht, wie man diesen Sprung schaffen soll, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Okay. Nicht genug Anlauf. Was ist denn mit ihm, ey? Du stehst richtig doof, ne? So, da ist der Anlauf. Natürlich ist der Level auch so konzipiert, dass man theoretisch zumindest nicht drüber fliegen kann.
Oh, wir machen simultan Geräusche, habt ihr gemerkt? Richtig schön. So, da war beim letzten Mal Ende. Aber not today! Okay, wenn ich schon sage, dass ich das ohne Save States mache hier, dann hole ich mir zumindest einen Midway Point. Ist auch schon ein langer Level, ne? Naja, geht Schlimmeres. Wo ist die Wurst? Die war gerade da. Du duplizierst dich hier nicht. Duplo. Was natürlich auch wieder klasse ist, ist, dass wir hier so viele verschiedene Items hatten gerade. Aber nicht eins davon wurde gebraucht. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst um das Zeitlimit. Gut. Kennen wir uns aus, ne? Kennen wir uns aus. Kennen wir uns aus. Machen wir mal so. Apropos, kennen wir uns aus. Jetzt müsste hier eine Ranke rauskommen. Oh, danke. Da gibt's ein Safe, tut mir leid. Also das ist nicht machbar für mich. So, und irgendeine dieser Röhren ist es dann. Okay, ich glaube mal, dass ich hier durch muss. What? Das macht das ganze Spiel doch noch ein bisschen interessanter und geschmackiger. Tja. Da unten seht ihr ein bisschen die Wurst. Ein ganz kleines bisschen. Ein kleines bisschen nur. So, da geht's nämlich nicht rauf. Es sei denn, das hier passiert. Gut, jetzt haben wir den. Da wir jetzt uns wieder einem blöden Rätsel ausgesetzt fühlen, gehe ich einfach mal jetzt hier mit dem Safe State an die Girlande ran. Und was ist jetzt? What is mit ihm? Ist er rein? Solche Cooper-Lines sind ja ganz witzig, ne? Aber nicht immer. Okay, den nehme ich fürs Team. Oh. Na gut. Sehr viel verloren, aber sehr viel gewonnen dann gleichzeitig auch. Diese Zeitlimits bei diesen Levels sind aus der Hölle, finde ich. Und es fängt wieder genauso an wie da, als ich mich beschwert habe. Ich meine, ich beschwere mich hier an einer Tour, das weiß ich. Dessen bin ich mir bewusst, aber ich habe auch keinen Bock, diese ganzen dreckigen Blindjumps hier immer mitmachen zu müssen, ne? Da knabbert jemand an seinem Glase. Okay. Natürlich der nicht wollte, der geht wieder drauf. Aha. Mit Schild und Pfeil. Bitte mach, das ist. Mach's nicht unangenehm. Mach's nicht richtig unangenehm. Mach nicht, dass ich das komplette Level jetzt rückwärts machen muss. Also nicht das Ganze, bitte. Oh Mann, ey, was ist denn das? Okay, ich wollte dem Level eine faire Chance geben. Ist vorbei. Warum ist der Level so lang? Kann man da nicht einfach auch mal sagen, pass auf, hier ist gut? What? Also. Ich bereite mich gerade schon mal mental darauf vor, den Level nochmal machen zu müssen. Thank you.
Das ist so die Hektik gerade, die da in einem durchkommt. So, so, so. Hier schön runter. Nee, das ist egal jetzt. So, gib mir den Stern. Gib mir halt gar nichts. Mach einfach 10 Gegner dahin und lass mich gar nichts kriegen. Ist auch gut. Ich hasse es ja eigentlich auch, dass viele Let's Player so über den Hackersteller abziehen, aber das ist... Der war doch irgendwie auf Drogen. Komm, das kannst du mir nicht anders verklickern. Das, also so auf so schlimm Drogen. Nicht so auf solche Entspannungsdrogen, sondern solche ich will mein eigenes Gesicht essen Drogen. Ich weiß auch nicht, wie ich den Yoshi da behalten soll, weil der Pitcher Boy, der schmeißt ja direkt. Okay, lauf, 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 lauf. Also immer da drin war. Ich will nicht das ganze Level nochmal machen müssen, bitte. Das schafft man doch auch zeitlich gar nicht. Ja, muss er halt beim Midway Point dann. Oh, warte mal, was ist, wenn ich dann warte? Dann krieg ich auf die Fresse, ich weiß. Komm. So, jetzt lassen wir hier rüber. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Das ist... Leute, das ist... Nee, das ist unschaffbar. Okay, dann machen wir das nochmal ab dem Midway Point beim nächsten Mal. Ich... Na gut. Du startest mit guter Laune, ne? Und dann kommt wieder... Hat der das nicht getestet? Ich schreib dem jetzt was da drunter.